So, dann sage ich doch mal Hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Ich bin der Zubauk und ja, wenn euch das Video gefallen sollte, dann gebt auch einen Daumen nach oben da, würde ich mich wahnsinnig drüber freuen und das würde meinen Kanal auch unheimlich weiterhelfen. So, was haben wir hier drinnen? 223 Leutchen, okay, das ist gut. Ist nicht ganz verkehrt. So, was haben wir, hast du hier mit? Eine Handvoll mehr? 36 Mann, das ist natürlich echt. Die sind auch echt langsam, ne? Naja. Wir müssen sehen, dass wir hier noch mehr hinkriegen. Vielleicht müssen wir doch da mal zwei Wägelchen mehr mit anbauen. Dass da noch zwei mehr fahren. Aber das sind ja eigentlich mehr solche Geschichten, die in der Stadt fahren, ne? Also eigentlich sind das sowieso solche Knechte, die in der Stadt rumgurken. Naja. Aber ist nicht so ohne Stromversorgung. Ach, warte mal, wir haben doch wieder was vergessen. Wieso haben wir ohne Strom? Wir haben Strom abgerissen. Stimmt, da ist kein Saft, da ist kein Strom. Das habt ihr bestimmt in den Kommentaren geschrieben, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Das habe ich nämlich total verpennt. Okay, pass mal auf. super, du bist auch nicht. So, dahin und dorthin. So. Ja, denk an Strom. Hat er gemacht, jetzt ist der Saft da. So. Ja, ja, Strom ist wieder da, alles wunderbar. Okay, gut. Ich hoffe, das war nicht ganz so tragisch. So, pass auf, letztes Mal haben wir gemacht, haben wir gebaut, ein bisschen verbessert das Ganze hier, ein bisschen, dass es ein bisschen einfacher läuft. Wir haben hier eine Chemiestation. Wir wollen ja auch noch die Kunststoffgeschichte und die wollte ich gerne hier oben hinbauen. Hier oben die Kunststoffgeschichte reinfummeln. Irgendwie, mal sehen, wie wir das machen, weiß ich noch nicht. Dass wir die hier zwischenkriegen, weil dann können wir mit dem Förderband nämlich hier das immer abholen, sozusagen. Und müssen wir sehen, wie wir das am besten hinkriegen. Da müssen wir mal probieren. Zur Not, wie gesagt, legen wir das Schienennetz um. Aber ich möchte vorher, bevor wir hier großartig loslegen, jetzt ist wieder so viel Öl da, ne? Gut, weil die Produktion gestoppt ist, ne? Ist klar, das Ding ist voll und da ist nichts drin. Aber ich meine, klar, das ist logisch, denn dass wir jetzt Öl erstmal gespeichert. Aber gerade eben war das ja so, dass wir Öl absolut weggefahren haben. Er kommt gerade zurück. Guck mal, Öl haben wir hier unten. Da ist nichts drin, nichts drin, nichts drin. Gut, wird noch alles umgepumpt. Aber wie gesagt, da müssen wir was tun. Ich baue nochmal drei Pipelines hier dran. Ne? Da sind sie. So, drei Stück brauche ich hier nochmal hin. Und zwar... Versuchen wir mal, da eine hin, da eine hin und von mir aus da noch eine hin. So, die bauen wir mal fix. Dann müssen wir dann noch eine Straße ran binden und pass auf, Öltank, den nutzen wir, wir nutzen den mit. Haben wir einen Konvoi irgendwo? Drei in einen. Ach, das ist ja kein Öltank, ne? Das ist ein Konvoi ja ganz normal. Wir brauchen was zum Öl. Öl, Öl, Öl. Öl. Wo haben wir das Öl? Da. 3 in 1. So, den wollen wir haben. Aber ich glaube, das reicht so nicht. Da können wir uns einfach. Können wir durchdrehen und so weiter, ne? Das wird so nichts werden. Ich weiß gar nicht, wie weit wir kommen. Pass mal auf, ich baue das mal hier so hin. Ich hoffe, das reicht. Das ist doof mit der Straße, ne? Das ist echt Panne mit der Straße da jetzt gerade. Der kriegt sogar Strom, das ist ja Hammer. Pass auf, das Ding dahin, erstmal ein Röhrchen. Ich wollte gerade sagen, hast du dich aufgehängt? Hoffentlich nicht. So, da mal hin. Röhrchen dahin. Röhrchen dahin. Zup, das ist verkabelt. Super. So, Straße müssen wir dann noch haben. Da ist ein Pumpwerk, jetzt brauchen wir noch eins mehr. 3 in 1. Und zwar, den nutzen wir mal von mir aus hier. So, ne? Fupp. Da ist noch einer mehr. Da wollen wir gleich mal ein Röhrchen bauen. Ne, können wir nicht. Wir müssen einfach die Straße bauen. Straße. Und zwar diese hier. Einmal dahin. Zup. Zup. Und dann können wir ruhig die... Ach, können wir gar nicht. Dann müssen wir das Rohr wieder wegnehmen. Ach, du Himmel. So. So. Nehmen wir das Rohr nochmal weg. So. Straße. Siehst du wohl. Haben wir das auch? Warte mal, hier ist noch eine Straße mehr. So. Haben wir das auch. Sehr schön. Das ist schon mal, ne, so die halbe Miete. Jetzt müssen wir nur noch kurz das ganze... Strom müssen wir sowieso gleich noch hinkriegen. Erstmal Rohr hinbauen. Rohr. Da drüber schön. Will er da nicht hinbauen? Okay, dann machen wir so. So. Hier genauso.
Eine andere Struktur ist im Weg. So, jetzt aber nicht, ne? So, hier nochmal her. So, dahin. Hier genauso einmal hoch. Dahin und da rein. Dann haben wir das auch, siehst du, wunderbar. Brauchen wir noch ein bisschen Strom. Das kriegen wir auch von da ganz oben nämlich her. Strömchen, Hochspannung nicht, das hier reicht. Das können wir theoretisch da so anbauen, ne? Das müsste doch hier so gehen. So, da kommt Strom hin. So, dann wollen wir noch ein bisschen Kabel haben. Von hier oben nämlich, da. So, von hier oben einmal hier ganz komplett hier runter. Mal schauen, wo er abbleibt, da. Zack. So, jetzt müsste ja auch Saft sein. Jetzt müssen die Dinger auch fördern, theoretisch. Müssten die eigentlich theoretisch, sollten die? Ja, ist klar, die fördern. Super. So, die pumpen wie die Verrückten. Das hat er hier richtig zu tun. Sendet keine Ressourcen. Warum nicht? Laufen derzeit nicht. Okay. Das ist jetzt aber doof. Warum nicht? Hau rein, mein Freund. Strom ist da. Das muss jetzt nur rumschen hier. Auf jeden Fall, der macht ja irgendwas. Irgendwas tun sie hier. Die Dinger ja auch. Die pumpen ja irgendwas. Was steht da? Ach gut, das ist der Exportlager. Okay, 97%. Das wird gefördert. Siehst du, das fördert doch. Was willst du denn? Hä? Aber ich weiß nicht, warum der hier sagt, da kommt nichts. Hier sagt er, ist ohne Probleme, alles gut. Sonst würden die Dinger ja stillstehen, ne? Würden sich ja selber vollladen. Hat Öl, läuft, pumpt. Gut, dann frag mich nicht, warum der jetzt hier nicht pumpt, ich weiß nicht. Die Quelle sendet keine Ressourcen. Warum, was willst du denn jetzt hier? Hm. Komisch. Lass das mal sich ein bisschen, lass ein bisschen was tun hier. Hier kommt auf jeden Fall Öl rein. Die sind wieder im Tun. Können nicht lagern, exportieren. Warum nicht? Was ist hier los? Warum? Warum pumpst du denn hier? Warum ist denn ungefähr... Das ist doch wieder... Warum nimmt er denn Bitumen mit? Warum macht er nicht 50-50? Echt doch nicht zu fassen. So, Benzin. Macht er natürlich jetzt nicht, weil... Ne? Aber jetzt hat er genug. Okay. Und fahr mal los, auch wenn es jetzt nicht viel ist. Das Benzin muss weg. So, es ist wieder dunkel. Da müssen wir mal gucken. Also hier wird gebaut, wie groß. Das ist wunderschön. Dauert noch ein bisschen. Jetzt müssen wir oben ein bisschen umbauen, damit wir die Kunststoffgeschichte hier oben reinkriegen. Ich denke mal, dass wir das mit dem Bahnhof hier bewerkstelligen können, dass wir da oben hochfahren können. Ich hoffe, das klappt. Dafür müssen wir erstmal hier ein bisschen rumreißen, im Stromnetz sozusagen. Aber dafür müsste es immer Tag sein. So im Dunkeln ist echt, ne? Ist zwar gut munkeln, aber andersrum, das ist zu dunkel. Das geht nicht. So, wie sieht das hier aus? Wie viele Arbeitslose haben wir? 460, 400 und... Wir waren schon besser. Wir waren schon richtig, also wir waren richtig gut schon, dass wir die fast runter hatten. Aber na gut, da müssen wir mit leben. 30 haben wir hier, 21 da. Ach ja, knapp, wir müssen hier noch Lebensmittel. Oh Gott, haben wir fast vergessen. Lebensmittel. Da haben wir doch schöne Motzen, ne? Müssen wir doch schöne Motz haben. Fabriken, Kneipen, Geschäfte. So, Geschäfte, was haben wir hier Feines? Essen und Fleisch. Wir wollen aber gerne alles haben, ne? Da, Einkaufszentrum. Wir brauchen was Kleines. Nicht so ein Riesenklopper da. Aber andersrum, das ist ja schon... Ah, das ist ein Riesending, ne? Was mit dem denn? Das ist ja auch so ein... Oh. Wie weit kriegen wir das denn? Ah, der müsste doch theoretisch auch hier hinpassen, oder? Dann können wir doch hier hinbauen. Ich hoffe, die kommen von ganz da hinten hierher. Das hoffe ich mal schwer. Was kostet der Spaß denn hier? 24.000, das ist nix. Also, bauen wir das mal da hin. Wupp. Gebaut. Das bauen wir selber, ne? Ich meine, hätten wir auch bauen... das hätten wir auch selber bauen können. So. Haben wir aber nicht gemacht, weil wir haben ja nur die Kohle, ne? Ist ja nicht so, dass wir jetzt hier
arm sind, nicht? So, dann mal gucken, ob wir überall hinkommen. Natürlich den letzten natürlich nicht, ne? Das war so klar. Wieso der letzte nicht? Das ist doch ein Witz. Der letzte nicht, das ist doch nicht wahr. Wenn ich jetzt da noch einen Weg baue, vielleicht kriege ich das ja hin, dass ich den irgendwie damit angeklemmt kriege. Was? So. Hoffentlich, dass es jetzt klappt. Nee, kriegen wir nicht hin. Den letzten kriegen wir nicht zu fassen. Aber hier drüben, was ist das denn hier? Gymnasium. Okay. Die kriegen wir nicht mit Lebensmitteln versorgt. Das ist doch jetzt Vollpanne, oder nicht? Warte mal, da ist doch ein Lebensmittelgeschäft. Warum kommst du da nicht hin? Da ist ein Lebensmittelgeschäft. Warum geht's denn da nicht? 230 Meter. Also, läufst du echt nur 230 Meter? Echt nicht mehr? Leute, der wollt mich doch jetzt verkohlen, oder was? Ist doch jetzt nicht wahr, oder was? So. Immer noch nicht, ne? Ne, die laufen da nicht hin. 230 Meter, Leute, in 10 Meter mehr, dann habt ihr das. Dann seid ihr an der richtigen Stelle, dann könnt ihr was zu essen bekommen. Das ist doch jetzt für einen Eimer. Naja, Pech. Umreißen will ich das jetzt nicht, das bleibt da. Hätte ja auch theoretisch passen können, ne? Finde ich aber jetzt kurios, dass es nicht passt. So, wir wollen hier nichts begrenzen. Vielleicht, wir brauchen ja noch Fleisch und sowas, ne? Müssen wir auch nochmal kaufen. Nee, selber herstellen, das ist ja das. Kleidung, Lebensmittel, nee, das haben wir selber. Das fahren wir da mal hoch, ne? So. Das ist doch jetzt sowas von für Dingens, ne? Also da fällt mir doch jetzt mal wieder gar nichts so ein. Das ist jetzt doof, naja gut. Können wir nichts machen? Pass mal auf. Wir wollten hier drüben was tun. Und das hier oben einmal umbauen. Dass wir hier mal was gebaut kriegen, geschafft kriegen, gemacht kriegen. Mal gucken, ob wir das denn kriegen. Wir haben so viel, was wir kriegen wollen. Das ist ja unfassbar. Unfassbar. Jetzt müssen wir erstmal den ganzen Rönz hier abreißen. Und zwar, Pause. Den müssen wir erstmal versetzen. Wir müssen erstmal Berge versetzen. Das nützt alles nichts. Und zwar den Knecht hier, der ist noch nicht mal, dran. Den lass uns doch mal hier oben hinbauen. Dann versuchen wir doch mal eine Straße darüber zu ziehen. Da setzen wir den mal hin. Und dann versuchen wir doch mal ein bisschen Käbelchen dahin zu bauen. So, das ist mal weg hier. So, dahin. Das haben wir. Verbindung löschen. Das hier weg, das hier weg. Das hier weg, das hier weg. So, jetzt wollen wir da mal ganz hoch. Da müssen wir sowieso die Stromleitung wieder doch wieder kappen, glaube ich. Ne? Da kommen wir nicht drum rum. Ach du Himmel. So. So. Jetzt müsste doch wieder Saft da sein. Ne? Theoretisch müsste da Strom da sein. So, lass uns das nicht mal abreißen hier. Jeps, einmal wegnehmen. So, gucken. Strom ist da, ne? Ja, wunderschön. Och, ist herrlich. So, hier unten hoffentlich auch. Strom ist da. Alle glücklich. Super, gut. So, den mal schauen. Wie weit können wir laufen? 93, 200. 278. Guck mal da. 278 Meter laufen die. Von dem, ne? Warum können die denn... Naja. Ich weiß nicht, warum sie das nicht machen. Ich habe keinen Plan. Da kann man nichts mehr machen, denn müssen die halt eben hungern, ne? Wenn die direkt vor der Tür stehen und da müssen sie bloß die Hand ausstrecken, was zu essen. Und wenn sie nicht wollen, dann wollen sie halt eben nicht. So, wir haben gesagt, Kohlekies, verschiedene Industrie, das war hier, ne? Kunststoff, die Kunststoffgeschichte. Mhm. Da wollten wir doch mal gucken, dass wir das Öl war auf dieser Seite so rum, ne? So rum hinbauen. Irgendwie hier so her. Öl kriegen wir von da unten, das ist auf jeden Fall klar. So, wir pflanzen das mal. Ach, Mist, das habe ich jetzt wieder selber gebaut.
kostet uns 53.000 Rubel. für so eine Fabrik ist natürlich günstig, ne? Da kannst du echt nichts sagen. Also, das ist wirklich geschenkt. Das ist ein Geschenk, sozusagen. Ne? Das ist echt, ja, da kann man wohl sagen, dass das schon schön ist. So, hier eine Straße. Da mal verbinden, ne? Siehst du wohl schön. Jetzt müssen wir natürlich auch noch mal sehen, Fußwege, die brauchen wir auch noch. Lass mal die Fußwege erstmal planen, bevor wir hier alles klein kriegen. Die Fußwege, den müssen wir erstmal irgendwie hier runterkriegen, ne? Ich habe das Gefühl, die laufen nicht so weit. So, jetzt sag mir bitte, dass die da oben auch hinlatschen. Nee, habe ich mir gedacht. Die gehen da oben natürlich nicht hin. Warum eigentlich nicht? Aber da laufen sie ganz hin, ja? Das ist überhaupt kein Thema. Nö, dann laufen die ja nicht hin. Das ist doch jetzt scheiße. Ganz ehrlich gesagt. Ganz hart gesagt, ne? Das ist doch jetzt kacke. Warum nicht? Ich meine, die kriegen wir sowieso nicht dahin, das ist egal. Die laufen da nicht hoch. Nee, die laufen da nicht hoch. Warum eigentlich nicht? 278 Meter. Das ist doch nicht weiter, wenn ich jetzt von oben drauf gucke. Der Weg von da nach da ist doch bis da hinten hin. Der ist doch genauso wie da oben hin. Gut, das könnte vielleicht ein bisschen weiter sein. Aber was ist das für eine Panne? Das ist jetzt doof. Alter Freund, was machen wir da denn jetzt? Den Bahnhof verschieben? Um 20 Meter nach oben oder was? Der ist doch jetzt einmal sowas von für'n Arsch. Nee, oder? Gottes Willen. Na gut, lässt sich nicht ändern, ne? Die müssen wir irgendwie da oben hinkriegen. Also der Bahnhof halt eben ein bisschen verschoben werden. Aber erstmal sehen, dass wir hier die Stationsgeschlüssel, das hier ein bisschen verbunden kriegen. Natürlich liegt das da nicht, logisch. Oh, das geht sogar, ich glaub's ja nicht. Das ist natürlich nicht schlecht, aber das wollen wir nicht. Wir wollen einmal Forklift Garage. Das sind nämlich 4 Fahrzeuge. Wir haben ja auch die Garage mit 6. Mod-Forklift, da. World Crossing, und das ist einmal die Schienengeschichte hier. Das könnten wir nämlich hier einbauen. Ich fürchte fast, dass wir das Schienennetzteil irgendwie umbauen müssen. Wir reißen mal kurz die Schiene raus. Da müssen wir mal sehen, das können wir irgendwie anders machen. Muss ich erstmal kurz entfernen hier. So. Komplett rausnehmen. Das müssen wir erstmal hier komplett hinplanen, dass wir auch für die. So, das war die Schienengeschichte, ne? Die muss ja irgendwo. Theoretisch muss die da hin. Das könnten wir hier verbinden. So, da könnten die Schienen ran. Irgendwie. Müssen wir mal sehen, wie wir das hinkriegen. Ich weiß das noch gar nicht. Aber wenn das schon mal verbunden, wir müssen auch irgendwie den Zirkus, der muss auch irgendwie hier ran. Wir haben ja keinen Platz, echt. Das ist echt ein bisschen knapp hier alles. Wir haben das alles ein bisschen platzmäßig eng gebaut. Also das würde hier noch klappen. Das sind 6. Wo ist denn hier eine Straße? Wir könnten da noch eine Straße zwischenbasteln. Irgendwie. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Aber so nicht. Tja, wie denn dann?
Ach Gott, so schön ist das alles. So herrlich. Ja, wir können das auch ein bisschen schief bauen, ne? Das macht ja nur auch nichts. So, das mal wegnehmen, nehmen wir weg. Das ist schwierig, ne? Das ist nicht so einfach. Ihr habt aber gesagt, ne? Bau doch mal ein bisschen mit mehr Platz. Lass doch mal ein bisschen mehr Platz da. Ist richtig. Hätte man gleich mit mehr Platz bauen können, habe ich aber nicht gemacht. Siehst du ja selber, nicht? So, das Teil. Kann ich das noch fein registrieren? So, ne? Zack, dahin. Warte mal, können wir eigentlich das Ganze einmal hier ein bisschen begradigen? Ist das hier möglich? So, ein bisschen hier. So, und jetzt vielleicht. Gar nicht. Jetzt will er überhaupt nicht. Hätte ich bloß die Finger davon gelassen. So, dahin. Vielleicht kriegen wir das die Straße da irgendwie angeklemmt. Ich weiß es nicht. Da haben wir eine Kreuzung. Wunderschön. Ich weiß gar nicht, wie weit wir können. Das müssen wir leider mal gucken. Dann brauchen wir noch eine Kreuzung mehr, natürlich. Das ist die Schienencrossing-Geschichte. Aber ich weiß nicht, wo wir... Wir kriegen die Schiene nicht mehr durch. Ich werde hier noch verrückt. Machen wir Pause. Nehmen wir mal weg. So. Wie weit kriege ich das denn hingebaut? Ich könnte das bis dahin schieben. So. Das würde klappen. So, jetzt brauche ich diese Schienengeschichte. Die müsste theoretisch dahin. Das Dumme ist nur, ich kriege das da nicht hingebaut, weil... Wenn ich das hier so hinbaue, kann ich keine Verbindung schaffen. Dazwischen. Das geht tatsächlich. Wundert mich jetzt selber. Aber es geht. Na gut. Wunderschön. So, haben wir. Dann lass uns hier nochmal Verbindung machen. Von mir aus da. Nee, müssen wir hier machen, ne? So. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt klappt. Das klappt natürlich nicht, das war so logisch. Nehmen wir nochmal weg. So. So. Nochmal. Nochmal, nochmal, nochmal. So, vielleicht ein bisschen eindrehen. Vielleicht das denn dann. So. Es ist nicht gerade. Nee, also nicht schön, ne? Also so. Haut sogar hin. Das ist fantastisch. Das haut auch hin. Sehr schön. Also haben wir das schon mal hin. Dann haben wir unsere ganzen Gabelstapler, Jungs. Die fahren hier wunderschön hin und her. Die Frage ist nur, was ist, wenn ich auf der anderen Seite was baue? Fahren die hier so durch oder fahren die nicht da durch? Ich weiß nicht. So, kriege ich das hier noch verbunden? Nee, kriege ich leider nicht hin. Zu scharfe Kurve. Das will er auch nicht. Das will er erst recht nicht. Und hier ist... gar nicht. Nee, nee. Wir könnten das da noch verbinden. Irgendwie. Aber dann müssen wir auch wieder eine Gabelstapler-Geschichte laufen lassen. So, soweit so... Ich wollte gerade sagen, so weit, so gut, aber ne, ist es ja nicht. Straße. Okay, das würde klappen. Das haut hin. Straße haut hin. Hier oben ist auch eine Straße da, wunderschön. Das hätten wir schon mal dann sozusagen verkabelt. Jetzt hat der aber noch keinen Platz, wo er seinen Kram lagern soll. Das sollte er dann ja schon gerne auf die andere Seite rüber schaffen, ne? Das wäre doch nicht schlecht, oder? Also wenn wir hier nochmal so eine Kreuzung bauen, hier eine Kreuzung einbauen, dann hier über die Gleise rüberkriegen und auf der anderen Seite halt eben mit, wir bauen hier mal so eine Kreuzung hin, wupp. Jetzt brauchen wir die Kreuzung für die Gleise wieder mal. Das wäre das Teil. Das müssen wir irgendwie hier einbauen. Dafür müssen wir über die... Ach, das ist ein Klickerei, ne? Wahnsinnig! Okay, na gut, aber nützt ja nichts. So, das nochmal wegnehmen. Das nochmal wegnehmen. Bauen wir kurz mal das Teil da rein. Klick, klick, klick. Dahin. Geht nicht, weil da Strom ist. Da ist gerade der Strom dahin gebaut. Naja, wir haben ja... Ist ja nicht so, nicht? Ja. Alles kein Thema. Gibt ja Schlimmeres. Gibt ja Schlimmeres. So, nochmal. Jetzt aber. Dahin. So, haben wir. Dahin. Jetzt könnten wir das alles wunderschön verbinden. Jetzt bräuchten wir eigentlich theoretisch noch so ein Teil, ne? So ein Apparat müssten wir eigentlich noch haben. Nein, mehr haben. Den könnten wir theoretisch auch hier oben hinbauen. Hier oben hinbauen. Da müsste ich den Strom dann nochmal wegnehmen. Weil wir müssen sowieso eine Straße hier runter haben, dahin. So oder so, da kommen wir nicht drum herum.
Und hier drüben halt eben ein Warenhaus. Was wir ein bisschen mehr Platz weglassen, damit wir da noch ein Warenhaus hinkriegen. So, Strom. Ja, wir nehmen nochmal Strom weg. So, nochmal Strom wegnehmen hier. Zup. Zup, das auch nochmal weg hier. Das Teil. Nee, warte, das war verkehrt. Wir wollten den Sechser haben, ne? Den da. Jetzt hätte ich gerne das gesehen, wie es am besten passt, ne? Und zwar so. Zup. Bauen wir da mal hin, ne? Jetzt, ich weiß nicht, jetzt nicht, ob wir an Strom rankommen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Da müssen wir gleich mal gucken. Strömchen. Aber wir brauchen noch eine Straße erstmal. Mal auf Straße. So. Dahin. So, du fließt mal da an. Super. Bau das mal. Dann wollen wir kurz den Strom wieder anklemmen hier, den wir abgerissen haben. Wo hast du denn den Strom abgerissen? Hier, ne? Zeig dir mir gar nicht an, der Hund. Ah, warte mal. Wir haben auf der anderen Seite auch noch Strom. Vergessen. Aber erstmal hier die Verbindung bauen. So, und zwar dahin, 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 dorthin. Und hier einmal dahin. Ne, warte mal. So, ne? Haben wir. Das ist doch schon mal super. Die Hälfte der Miete ist getan. Das verbinden. Schienennetz wieder zusammenflicken. So, ne, da gerade hin. So, hier nochmal. Was hast du denn da gemacht? So. Was hast du denn da gemacht? So. Siehst du, haben wir. Hm, ist gebaut. Ist gebaut, ist gebaut. Wunderschön. Das lassen wir auch gleich mal hier mit Rubel bauen. Das Ding sowieso. Rubel. Ach, das hängt auch noch gebaut. Einen Augenblick. Rubel. So, ist gebaut, ist gebaut, ist gebaut. Das Ding auch nochmal bauen mit Rubel. So. Das Ding auch nochmal fix hier. Das hier auch. Und das hier auch, ne? Dann würde ich doch sagen, ist das schon mal die halbe Miete, ja? Gut, jetzt haben wir noch keine Bahnverbindung hier drauf. Das ist die Frage, wie wir das irgendwie hinkriegen. Aber noch sind die Chemikalien ja reichlich vorhanden, die wir wegfahren dürften könnten. Na, super. Also, ne, das macht uns schon alles... Macht schon Spaß. Macht schon unheimlich Spaß. Das macht schon richtig viel Spaß. So. Zu scharfe Kurve. Also, das würde klappen. Das klappt auch. So, dann würde ich sagen, den hier einmal dahin. So, und... Nee, warum nicht? Schade. Wir waren noch kurz davor. Was haut hin? Ach so. Ja gut, dann nehmen wir da was raus. Ist auch nicht das Schlimmste, ne? Dann machen wir was zwischen. So. Haut hin. Dann haben wir den Rang rausgeschichtet. Dann müssen wir nur mal einmal den hier drüben einmal zusammenkuppeln. Zusammenkuppler machen, so. Ne? Und dann haben wir hier nochmal ein Signal hin. Und hier vorne müssen wir kurz mal die Signale wegnehmen und einmal eine Schiene bauen von dort hier rum dahin. So. Bau das mal und Chain-Signal dahin. Hier, ne? So. Nomadik-Signal runter. Ne? So. Und darauf. Siehst du wohl. Die beiden nehmen wir mal weg hier. Haben wir. So, haben wir das auch gebaut. Sehr schön. Ich finde, das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. So, das Problem ist jetzt mit unserer... wir kriegen die Leute da jetzt natürlich nicht hin. Es sind auch nur, wie gesagt, nur 100 Leutchen. Also das ist fast gar nichts. Wir müssen auch noch Öl hochbekommen. Öl müssen wir da noch hinbekommen. Es wird gerade gespeichert. Sekunde. Nützt ja nur alles nichts. Da, 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 da. So,
Ist gemacht. Ich würde sagen, jetzt müssen wir die ganzen Krams. Öl muss natürlich noch hin. Kann ich Lager exportieren, Chemikalien. Ist klar. Ist logisch. Ich weiß alles. Das klappt so nicht, weil, wie gesagt, das Ding ist voll. Was für ein LKW haben wir hier denn? Was ist das für einer? Das ist einer, der holt. Ach ja, das ist noch ein Bauwagen, ne? Ein Bauwägelchen. Ich weiß gar nicht, was ist das für einer? Da ist einer mit Pflanzen. Das ist einer mit Pflanzen. Ich würde mal sagen, weißt du was? Die Kisten können wir einfach mal rausnehmen. Dass wir den einfach mal ersetzen, weil der fährt hier zur Chemikaliengeschichte hin, zum Chemiewerk hoch. Den nehmen wir einfach mal raus. Die schmeißen wir mal raus. Verkaufen. Zack, weg. Wir kaufen mal einen neuen. Und zwar hier. Und zwar für Dollars. Da gibt es nämlich diese geilen Dinger. Finde ich voll cool. Da können wir nämlich 11 Tonnen Pflanzen kaufen oder transportieren mit 100 km/h. Die sind natürlich wesentlich schneller. Was für eine Farbe nehmen wir denn da? Rot, grün, gelb. Nicht mehr gelb, ne? Ja, Chemikaliengelb. So, 2 Stück davon. Machen wir da mal kurz fix. Ich bin wieder an 12 Ecken gleichzeitig zugange. So, pass mal auf den hier und dann fährst du dahin. Nee, Quatsch, das ist verkehrt. Du holst die Pflanzen da. Genau. Warte mal, nochmal. So. Hofstation beladen. Nee, das rausnehmen. Ach, du Himmel. Da sollst du doch hier hinfahren. Da hinfahren. So. Das hier Hofstation wegnehmen. So. Beladen. Nicht entladen. Beladen. So. Das nächste, der nächste Stopp ist. Einmal dorthin und einmal dorthin. Ne? Dann haben wir nämlich beides abgedeckt. Wenn die mit 2 Wagen fahren, dann kriegen wir beides abgedeckt. Du fährst erstmal dahin und danach geht's da nicht, weil er nicht fertig ist. Na gut, fahr erstmal dahin. Dann haben wir das schon mal hin, ne? Dann können wir das nochmal kopieren hier. Auf den anderen Knecht. Wo ist denn hier die. Wo haben wir es denn gehabt? Oh, Mensch, wo haben wir es gehabt? Da. Dahin. Zack. So, fahr los. Zack. Und der hier. Der fährt los, ne? Ja, der fährt los. Super. Und der fährt auch los. Haben wir beides schon mal sozusagen in der Tasche. Die fahren ja schon 100, die Dinger, ne? Also die können schon ein bisschen was, die raffen schon ein bisschen mehr. Ein bisschen fixer unterwegs. Super, so, pass mal auf, das ist das. Und das nächste Mal, wie gesagt, versuchen wir hier mal drüben auf der anderen Seite was zu bauen. Und ja, wir haben eine ganze Menge vor, ne? Sieht man selber. So, und auch hier den Bahnhof müssen wir noch versetzen. Ach du Himmel, du, das ist ja aber auch, ne? Das ist ja aber auch mehr Probleme, ne? Und ich hoffe, dass das reicht, wenn wir das hier versetzen. 278 Meter, also... Das wird schon kriminell. Also da müssen wir echt mal gucken, wie wir das am besten bauen. Aber gut, das machen wir nächstes Mal. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüssi, ich bin raus. Bis denn.